Wenn man jetzt mal so, vielleicht jemand, der jetzt anfangen will, Makler zu werden oder gerade am Anfang steht, ja, was ist denn aus deiner Sicht an der Stelle so einer der größten Fehler, den da die meisten machen, den möglicherweise du ja auch gemacht hast? Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, was macht einen wirklichen Expertenmakler, einen Top-Immobilienmakler aus? Oder man könnte auch sagen, hey, ich denke, ich bin ein Profimakler, ein Top-Makler. Und bin ich das eigentlich wirklich? Ja, und dazu habe ich einen sehr coolen Gast heute hier bei mir. Das ist der liebe Anatoli Feldbusch von Feldbusch Immobilien. Lieber Anatoli, stell dich doch mal kurz vor. Ja, Heinz, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Anatoli Feldbusch. Ich bin Immobilienmakler in Neumarkt, das Ganze schon seit 2017. Heute sind wir Immobilienmakler mit Wow-Faktor bei uns in der Region und sind am Expandieren und wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Genau, schön. Also Anatoli, lass uns mal direkt darüber sprechen. Wir haben uns vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren so ungefähr in etwa kennengelernt. Und du dachtest ja wirklich, du bist cool als Makler. Du bist, du hast es drauf, du kannst es, ja. Und warst aber trotzdem an einem Punkt damals, wo du für dich gesagt hast, irgendwas ist doch nicht so ganz rund. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Ja, der Punkt war tatsächlich einfach so an der Stelle, dass man sagt, es läuft so langsam so ein bisschen vor sich her. Das war, glaube ich, das dritte oder vierte Geschäftsjahr in dem Moment. Ja, die Zahlen waren okay, aber halt einfach nur okay, nicht mehr, nicht weniger. Und ich wollte immer ein guter Makler sein, habe mich auch bemüht, ja. Und am Ende des Tages kann ich jetzt zwar nicht sagen, ich war stets bemüht, es hat nicht geklappt, aber das gewisse Etwas, ja, das Add-on, die Kirsche auf der Sahnetorte, die hat halt einfach gefehlt, was ich damals halt überhaupt nicht erkannt habe. Was hat dich denn gestört? Also was hat dich denn so gestört oder genervt an dem Zustand, den du hattest? Ja, gestört und genervt hat mich an den Zustand, dass ich alles selber machen musste von A bis Z, dass ich halt einfach selbst und ständig war. Ich hatte zu Beginn eine Vision, ein Unternehmen aufzubauen und das hat an der Stelle bis dahin noch nicht funktioniert. Ich musste trotzdem so ziemlich jeden Handgriff selber machen. Ich habe natürlich Hilfe, ja, aber ein bisschen Backoffice, ein bisschen Buchhaltung und das war es dann auch schon wieder. Also die Maklertätigkeit an sich, die musste ich von A bis Z natürlich selber machen. Von Akquise über Aufträge reinholen, aufbereiten und dann eben den kompletten Verkaufsprozess bis zu über. Also richtig schön fett im Hamsterrad. Vollgas, Vollgas. Also da war auch wirklich keine Zeit groß für Akquise. Wenn die Auftragslage in dem Moment gut war, war man einfach komplett drin. Ja. 60, 70 Stunden Woche, volle Fahrt voraus, ja. 6, 7 Tage die Woche. Und dann, wenn man alles abgearbeitet hat, dann haben wir gesagt, oh super, geil, ja. Jetzt haben wir tolle Aufträge gekloppt, jetzt haben wir sie abgearbeitet. Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir wieder auf die Jagd erstmal. Ja. Und dann dauert es wieder Wochen, bis man halt dann eben neue Aufträge reinbekommt. Und da kam relativ schnell die Erkenntnis, dass wenn der Bauchladen voll ist, ja, kommen auch plötzlich Kunden, ja, auch die neue Artikel reinlegen wollen. Wenn der Bauchladen leer ist und man fängt quasi jedes Mal wieder von vorne an, das war so richtig schön scheiße. Also es war ziemlich hart. Okay, also jedes Mal von vorne, was macht das denn? Also wenn man jetzt mal so, vielleicht jemand, der jetzt anfangen will, Makler zu werden oder gerade am Anfang steht, ja, was ist denn aus deiner Sicht an der Stelle so einer der größten Fehler, den da die meisten machen, den möglicherweise du ja auch gemacht hast? Puh, das ist tatsächlich eine echt gute Frage, weil die Erkenntnis, die kommt später und die kommt bis heute immer wieder, muss man sagen, ja, immer wieder weitere und neue Erkenntnisse. Also einer der größten Fehler ist tatsächlich, sich auf irgendeine Sache zu versteifen, ja, und das ist das Drama drumherum erstmal. Oh, ich brauche eine Top-Homepage oder ich brauche hier die tollsten Flyer oder weiß Gott was für ein Käse. Man verliert das Wesentliche aus dem Sinn. Also das Wesentliche ist halt Umsatz, Punkt. Ja, mhm. Aufträge reinholen, Umsatz machen und das verliert man aus dem Blick einfach und während man sich dann aber auf den Umsatz stürzt, verliert man einfach die Akquise wiederum und fängt halt wieder von vorne an. Es ist nicht nur ein Hamsterrad, es ist eine Berg- und Talfahrt und das ist das Problem und da, ich glaube, da zerreißt es auch ganz, ganz viele, dass wenn sie mal in einer vielleicht schlechteren Konjunkturphase oder halt einfach in der Sommerlaune in diese Talfahrt reinkommen, dass es echt schwierig sein kann, da wieder rauszukommen. Okay, und jetzt in der damaligen Situation, hast du keine Lösung gesehen oder hast du keinen Bock auf was anderes oder war ist ein klassisches Hamsterrad, du hast gerade Berg- und Talfahrt beschrieben.
Was war das Problem? Warum hast du es nicht geändert? Das Problem war, dass ich es nicht erkannt habe in dem Moment, dass ich das Problem bin. Dass ich das Problem bin, dass ich zwar in meiner Illusion aus dem Hamsterrad raus möchte, aber auch nicht abgeben kann. Und man versucht an der falschen Stelle zu sparen. Also zum Beispiel Personal. Man sagt halt so, boah, ich habe jetzt keine Kohle. Ja, oder wenn ich jemanden einstelle, will ich auch sicher sein, dass der genug Arbeit hat und ich den halt mindestens, keine Ahnung, 6 oder 12 Monate bezahlen kann, selbst wenn kein Umsatz reinkommt. Und das ist eigentlich das Problem an der Stelle. Weil wenn ich mir jemanden reinhole, bringt der mir eigentlich fast sofort nach der Einarbeitung halt einfach Unterstützung. Ja. Ich kann meine Arbeitskraft in andere Dinge stecken, die an der Stelle wichtig sind, ja, vor allem meine Arbeitszeit, ja, und dadurch auch deutlich bessere Erfolge erzielen. Auch die Kontinuität in der Werbung, das ist halt wichtig. Ja. Man probiert halt mal irgendeine Aktion und dann sagt man direkt, boah, scheiße, funktioniert nicht, lass ich sein. Ja. Habe ich alles schon probiert hier, Zeitung, Flyer, dies, das, Ananas. Ja, und analysiert das erstmal gar nicht. Zum einen ist das Medium Flyer, was nicht funktioniert, oder war mein Flyer einfach scheiße und hat deswegen nicht funktioniert, ja, dass er einfach nicht catchy genug war. Du hast gar keinen Blick da drauf. Ne? Also du machst nicht. Halt einfach irgendwas. Und genau, wird schon schief gehen. Ja, man hat exorbitante Werbekosten, aber eigentlich sind die für einen Katze. Also da kann man das Fenster aufmachen und einfach die Kohle rausschmeißen. Für nichts und wieder nichts, weil einfach auch kein System dahinter steckte. Und wenn man dann die Erkenntnis hat, dass man sagt, okay, die Region, ja, die Anzahl der Flyer und über mindestens 6 Monate ziehe ich das jetzt einfach durch, auch wenn in den ersten 3 Monaten nichts kommt, erst dann kann ich wirkliche Erkenntnisse daraus gewinnen, in der Werbung oder im Marketing halt entsprechend, ja, dann kommen auch die Erkenntnisse, da kommen die ersten Erfolge natürlich, da kann man die Stellschräubchen ein bisschen wieder anziehen, andrehen, ja, nichts Gravierendes verändern und wenn wir was verändern, halt eben nur eine Sache, um dann festzustellen und das Ganze ein bisschen besser dann zu justieren. Und wie war es denn vorher? Also als du so richtig in diesem Hamsterrad drin stecktest, ja? Was war da anders? Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit war ich schon ambitioniert zu sagen, ich möchte anders sein wie ein normaler Makler, wie ein 0815 Makler. Also ich nenne sie immer so schön freundlich Wald- und Wiesenmakler, machen halt alles, ja. Aber irgendwie dann doch nichts gescheit. Ich wollte schnell Unternehmer werden. Ja. Also die Vision war schon da, mehrere Standorte, ja, also einen Betrieb zu haben und nicht selbst und ständig zu arbeiten. Und in dieser Annahme, in diesem Wunsch habe ich gedacht, ach, das ist ja total easy, einfach auch gleich mal ein Brand zu implementieren. Also ich bewerbe gar nicht mich als Person zum Beispiel, sondern sag halt so, oh, hier Feldbusch Immobilien, hier bin ich, ja, oder hier ist das Unternehmen. Dann musste ich immer wieder feststellen, dass die Leute sagen so, Feldbusch Immobilien, wer, was? Es wäre der Laden da drüben in der und der Straße. Ach, den kenne ich. Ja, also den Laden kannten die Leute, aber weder die Marke noch mich als Person. Und es war dann schon irgendwann mal frustrierend. Der Game Changer war dann wirklich, wo man gesagt hat, okay, das funktioniert nicht. Keiner folgt irgendeiner Brand. Die Story fängt halt eben mit der Person an, ja, mit der Galionsfigur. Und als ich mich als Person in den Vordergrund gestellt habe und meine Werbung auch nicht einfach nur Verteilung von Flyern war, sondern ein Problem konkret angesprochen hat, aber auch die Lösung gebracht hat, das war dann eher das Thema, wo ich dann gemerkt habe, okay, so geht Marketing, ja, so geht Werbung, dass die Leute auch sich angesprochen fühlen, abgeholt fühlen vor allem. Was hat es denn konkret gebraucht, um diesen Schalter umzulegen? Also praktisch von so, ich sag mal so Trial and Error, ja, und ein bisschen so rumprobieren und rummachen zu dem Punkt, jetzt kommt da System rein, jetzt kommt da Struktur rein. Ja, zum einen natürlich das Coaching mit dir, ganz klar, ja, wenn man halt einen Partner, einen Sparringpartner an der Seite hat, der die Erfahrung mitbringt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe lange nach einem Mentor gesucht oder mir einen gewünscht und plötzlich stand er vor meiner Tür, hat selber angeklopft und gesagt, okay, muss er sein. Ja. Das war dieser Report damals? Das war dieser Report, genau. Ja. Das war natürlich so ein Moment und der Content hat mir sehr gut gefallen und gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Auf der anderen Seite habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht viel Wahl gehabt. Ich meine, ich habe vor meiner Maklertätigkeit einen echt guten Job gehabt und ich war dann eigentlich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kann ich das auch in die Tonne treten, weil als Angestellter verdiene ich im Außendienst auch Schweinegeld und muss aber nicht Risiko und den Stress fahren permanent. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch aufs Ganze oder nicht. Und ja, wie man heute sagen kann, glücklicherweise sagen kann, das Risiko hat sich gelohnt, ja. Der Plan ist aufgegangen und es wird von Jahr zu Jahr immer besser. Ja, aber das ist ja auch interessant, was du gerade sagtest, weil ich glaube, da sind sich viel zu wenige drüber wirklich bewusst, weil viele geben ja tatsächlich, um eben Makler zu werden, einen guten Job auf, den sie haben, in der Hoffnung, mehr Geld zu verdienen. Mhm. Ja.
Und deine Motivation war ja nicht tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, gar nicht ausschließlich das Geld verdienen, sondern angetrieben hat dich ja was anderes. Ja? Ja. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Was hat dich denn letztendlich dann angetrieben oder was ist diese, was zündet dich? Was mich angetrieben hat und bis heute eigentlich noch antreibt, ist halt einfach eine geile Dienstleistung abzuliefern. Ich bin zum Thema Immobilie halt recht früh gekommen, mit 18 Jahren tatsächlich an der Stelle. Habe ich mich angefangen für das Thema zu interessieren, mit 21 die erste eigene Immobilie gekauft. Und auf der Suche haben wir damals mit meiner heutigen Frau vieles gesehen. Also private Makler, gute Makler, schlechte Makler, kleine Makler, große Makler. Ja, alles Mögliche gesehen. Und ich habe mir gedacht, boah, geiler Job eigentlich. Ne? Wir tun hier nichts, sperren ein bisschen das Türchen auf und kriegen einen Haufen Zaster. Ja? Das ist aber das, was der Markt am Ende des Tages ja auch sieht und daher das Image auch. Hab dann aber auch gemerkt, irgendwie, da ist nur außer dicke Hose, ist da häufig einfach nichts. Weder Top-Beratung noch Qualität. Und dann habe ich mir gesagt, das kann nicht sein. Das ist ein ziemlich geiler Job. Das ist echt viel Verantwortung. Die Leute kaufen zum Teil ja vielleicht nur einmal oder verkaufen nur einmal ihre Immobilie. Ja, und dann kommt einer her, der wirklich nur aufsperrt und eigentlich keine Ahnung von dem Ding hat. Und dann habe ich gesagt, das kannst du besser machen. Und das muss besser gemacht werden. Aber das hast du ja nicht nur einmal erlebt, weil du hast ja, wie gesagt, dich auch mit dem Thema Immobilie jetzt nicht nur als Makler, sondern du hast ja gerade gesagt, auch tiefer und aus der Investoren- oder Anlegersicht auch beschäftigt. Das ist ja nicht einmal dir passiert. Ja, das war der zündende Start erst einmal und das hat sich dann immer wieder bestätigt. Also den Abschluss hat dann ein Makler geliefert, der dann nur am Sonntag Zeit hatte für eine Besichtigung, ist ja okay, für mich als Privaten. Und dann war man Sonntagmittag vor der Immobilie, kommt 5 Minuten zu spät, kommt in seinem Cabrio angefahren, kleines Schoßhündchen in der Hand, selber einen Jogger an und Sneakers und dann zeigt er mir die Bude. Da warst du schon geschockt, ne? What the fuck? Ja, das ist aber schau, es ist halt wirklich total cool, dass du es jetzt mal so auf den Punkt bringst, weil die Leute tun immer so, also die Maklerschaft an sich, ja, dass es das nicht geben würde oder dass sie irgendwie Experten sind oder sonst irgendwas. Und wir sprechen ja nur wirklich mit vielen Maklern und wo man wirklich den Eindruck teilweise hat, Gottes Willen, haben die eigentlich jegliche Form von Wahrnehmung verloren, ja. Weil, also, ich habe jetzt jüngst wieder das Ereignis gehabt, ja, wo ich sag mal, ein Mitbewunderer von uns, ja, also ich sag jetzt bewusst nicht Mitbewerber, sondern machen wir einen kleinen Spaß draus, ja. Und selber aber auch Projektentwickler, Immobilienmakler, und dann schaust du dir mal an, was er da so veranstaltet, ne? Im Sinne von, was lehrt er denn und was tut er denn selbst, ne? Mhm. Und dann schaue ich mir das an und ich stolper über 5, 6, 7, 8 Immobilien und ich brauche ja nur auf die Bilder schauen. Ich brauche nur auf die Bilder schauen, weiß ich ja schon Bescheid, wo hier die Reise hingeht, ja? Weißt du, also null Ahnung, ja, Unprofessionalität, wo man geht und steht, wo man hinschaut, ja. Und das ist das reale Bild der Immobilienmaklerschaft. Punkt aus Ende. Das ist das reale Bild, ja. Amateurhafte Arbeitsweise und geldgesteuerte Motivation, ja, wo es nur darum geht, schnell irgendwie Geld zu verdienen, ja. Aufträge ein halbes Jahr nicht bearbeiten und dann draußen große Töne spucken. Das ist die Realität. Stimmt's oder habe ich recht? Das ist tatsächlich so. Das ist die traurige Wahrheit. Das ist auch das, was in den Köpfen der Leute, der, sag ich mal, Verkäufer ist an der Stelle, wenn sie denken, Makler beauftragen oder nicht. Und wenn sie an dieser Stelle sind und sich Gedanken darüber machen, soll ich einen Makler holen, dann kommt genau dieses Bild hoch. Ja, dann kommt irgendeiner, der kann eigentlich nichts und dem soll ich dann irgendwie hier schön fett 3,57 Provision in Rachen schieben. Nee, mache ich gleich selber, kann ich dann auch. Ja, dann kommt natürlich noch mehr miserable Qualität raus, weil egal wie schlecht der Makler ist, der hat es zumindest ein paar Mal gemacht. Bei dem einen oder anderen weiß er, wovon er spricht. Aber das hat mich gekränkt, muss ich sagen. Das hat mich gekränkt und ich habe gesagt, nee, die können ja machen, was sie wollen. Das ist eigentlich nur für mich zum Vorteil, wenn ich ein sauberes Business aufbaue. Aber Hauptsache, ich hole Aufträge rein, ne? Also im Prinzip ist es eigentlich schon, ich sag mal, fast kriminell, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist eigentlich schon fast kriminell, Leuten da draußen was vorzugaukeln und dann so ein Bullshit abzuliefern, ne? Ja, weil es einfach das Geld verbrennt der Leute da draußen. Ganz klar. Es verbrennt die Leute, das Geld der Verkäufer. Ja, es verbrennt auch das Geld der Käufer am Ende des Tages, ja. Und es muss irgendwann echt mal Schluss sein mit diesem wirklich
in diesen Dilettantismus, ja. So, und genau den hast du ja, ich kannte dich ja auch schon vorher, glücklicherweise nicht gehabt, ja. Du warst auch vorher schon vernünftig, aber es hat halt nicht richtig funktioniert. So, jetzt kam der Game Changer, du hast es gerade schon gesagt. Was hat sich denn konkret verändert dadurch? Konkret verändert hat sich, na klar, die Auftragslage, ja, brauchen wir gar nicht drum herum reden. Wir haben unsere Umsätze in den letzten 2 Jahren, also 2 Jahre in Folge, um rund 70% gesteigert, Jahr für Jahr. Ja, das ist das Finanzielle, also der Erfolg gibt uns recht, sagen wir es mal so. Ja, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist dieser Servicegedanke an sich. Ja, mir war es immer wichtig, ehrlich und zuverlässig, das haben wir auch vorher gehabt. Wir haben auch vieles schon gemacht, was wir heute immer noch genauso machen, aber die Servicewüste Deutschland, die haben wir hinter uns gelassen. Ja, also der Kunde wird von uns chauffiert und nicht erst seitdem die Zeiten sich am Zinsmarkt verändert haben, wo man sich jetzt plötzlich um den Käufer bemühen muss, sondern auch vorher schon. Genau, das habt ihr vorher schon gemacht. Das haben wir vorher schon gemacht. Ich war vor kurzem in einer Besichtigung, sagen die Leute, oh, kaum wird es enger für den Makler, dann tischt er für den Kunden auch auf. So, nix da, stopp, ne? Das machen wir schon seit 2 Jahren. Und da sind die Leute zum Beispiel, wenn sie einfach nur ein Glas Wasser angeboten bekommen oder mal ein Sekt oder ein Häppchen oder ein roter Teppich ausgerollt wird. Das sind Kleinigkeiten, ja, das sind Feinheiten, aber das ist das, was, sag ich mal, ein Service und die Anerkennung, den Respekt auch gegenüber dem Kunden ausmacht. Ja, total, weil, ja. Ich meine, der kauft ja hier kein gebrauchtes Fahrrad oder irgendeinen Klump, ja. Das ist eine Immobilie, die kostet 300, 400, 500, 600.000 Euro. Der hat ja auch Anerkennung verdient. Absolut. Ja? Und viele verhalten sich halt einfach so, wenn irgendeiner kommt und kauft das Scheißding schon. Das ist mir doch vollkommen egal, wer das ist. Hauptsache, der Verkäufer war vorher glücklich und hat unterschrieben. Und was mich momentan, muss ich sagen, halt echt triggert. Ja, ich kann an jeden Verkäufer nur appellieren, wenn irgendeiner Ihnen nach dem Mund redet, vor allem Ihre Preisvorstellungen. Also glauben Sie dem nichts. Das ist ein Auftragssammler. Das ist ein Auftragssammler. Punkt. Ja, die kloppen sich den Auftrag rein zu vielleicht 100.000 Euro über dem reellen Wert der Immobilie. Der Verkäufer sagt, ah super, die anderen haben keine Ahnung, der hat mir ein viel besseres Angebot gemacht, der hat gar nichts gemacht. Der hat sich einen Auftrag reingeholt. Nach 6 Wochen wird der Kaufpreis locker mal um 40.000 Euro rasiert und steht dann nochmal 6 bis 8 Wochen drin. Wenn es dann damit überhaupt funktioniert. Wir haben aktuell eine Geschichte, 8 Monate vergebliche Bemühungen und in den letzten 3 Monaten ist der Makler unerreichbar. Der geht einfach nicht mehr ans Telefon und nimmt es aber auch nicht raus. Der Auftrag ist gekündigt, der nimmt es nicht mehr aus dem Internet, der reagiert nicht mehr. Also das ist kriminell, das ist genauso, wie du es gesagt hast. Ja. Und das ist halt einfach das Problem, dass halt genau solche Fälle dann ganz die ganz große Runde machen. Ja. Und es gibt echt wenige, die ihr Business im Griff haben, die nicht der Kohle nachjagen, sondern einfach eine geile Dienstleistung abliefern wollen. Ja. Und die haben es ja auch verdient, sag ich mal, irgendwann auch ein gutes Honorar zu bekommen. Aber entscheidend ist, diesen Leuten ist eben nicht, also nicht Geld ist der Motivator. Und das merkt man ganz schnell. Also am Ende des Tages kann man eigentlich eine ganz, ganz klare Sache sagen. Natürlich, Geld verdienen müssen wir alle. Klar. Ja, man will auch natürlich, ich sag mal, coolen Umsatz machen, viel Umsatz machen, alles gar keine Frage. Aber wer glaubt da draußen, ja, wer wirklich glaubt, ja, dass er nur durch die schnell reich werden Methode rasieren kann da draußen, der wird am Ende des Tages nicht happy und nicht glücklich auf lange Sicht. Weil, und das ist aus meiner Sicht super, super wichtig, und das muss auch die Botschaft nach draußen sein, ja. Das heißt, wer nicht wirklich auf dem höchsten Level als Makler agiert, und dazu gehört der Einkauf, die Objektakquise, aber vor allen Dingen der Verkauf einer Immobilie. Und das meine keine Standard-Exposés, ja, aus irgendwelchen CRM-Programmen. Nichts gegen die CRM, ist ja nicht, um Gottes Willen, ist ja nicht böse, ist ja cool, dass sie es anbieten. Aber am Ende des Tages geht es hier wirklich um, ich sag das mal so, Handmanufakturarbeit, ja. Also so wie so ein Schweizer Uhrwerk, ja. Und eben richtig cooles Zeug zu machen. Und damit zeigt die Maklerschaft da draußen auch den Verkäufern und den Käufern, dass Schluss ist mit Dilettantismus, amateurhafter Arbeitsweise, und eben dadurch und nur und ausschließlich dadurch kann sich das Image der Immobilienmakler verändern. Und da muss jeder Einzelne da draußen seinen Teil zu beitragen und Schluss machen und tut eure fucking Egos endlich mal in die Mülltonne werfen, weil darum geht's nicht. Ja, es geht wirklich in allererster Linie um Verkäufer und Käufer, und du bist Dienstleister und da hast du gefälligst einfach auf dem höchsten Level abzuliefern. Das ist. Bist du nicht in der Lage dazu, hol dir Hilfe, lass dir zeigen, wie es geht. Du bist das beste Beispiel. Du hast geglaubt, du bist ein Top-Makler. Du hast die Erkenntnis gehabt, ey, es fehlt doch noch was dazu. Hast dir Hilfe geholt, hast 2-mal in Folge
ne, 2021, wenn ich mich nicht irre, ja, das beste Geschäftsjahr gehabt. Das war das erste Halbjahr, wo wir zusammengearbeitet, ja, haben. Da war aber auch der Haupterfolg im zweiten Halbjahr, wenn ich, genau, mich nicht irre. Im letzten Quartal. Ja, im letzten Quartal. Und im zweiten Jahr hast du wieder deutlich gesteigert. Ja, kannst du mal eine Nummer sagen? So, wie viel hast du gesteigert? 70% nochmal drauf. 70% nochmal drauf, super. Und dieses Jahr wird natürlich wieder genau dasselbe passieren. Wieder, ja, eine Granate. Genau. Und das ist halt sehr, sehr cool. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und wenn ihr da draußen aus diesem Video jetzt die Erkenntnis hattet, Mensch, da könnte doch was sein, was du verbessern kannst. Und vor allen Dingen schreib mal deine Kommentare, was auch deine Erfahrungen sind. Bist du vielleicht auch jemand, der dachte oder denkt, Mensch, ich bin schon super, oder hast vielleicht auch Zweifel? Schreib doch einfach mal einen Kommentar hier rein. Und wenn dir das Video bzw. den Podcast gefallen hat, dann Daumen hoch, lass ein Abo da und folge uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok und wo auch sonst noch immer alles. Feldbusch Immobilien Anatoli, also wenn draußen jemand jetzt dabei ist, der seine Immobilie verkaufen will oder auch eine Immobilie sucht in, wo nochmal genau, Markt? Neumarkt in der Oberpfalz. Neumarkt in der Oberpfalz, genau. Dann ist der Anatoli natürlich genau der Richtige, ein super Typ. Und vor allen Dingen kratzt wirklich mit seiner jungen Erfahrung, das muss man ja dazu sagen, mit seiner jungen Erfahrung schon dem Platzhirschen kräftig hier das Wasser abzugraben. Und ich bin mir sicher, das wird nicht mehr lange dauern, wo er das auch schaffen wird. Also mit unserer Hilfe auf jeden Fall. Im Team kriegen wir das auf jeden Fall hin. In diesem Sinne euch alles Gute und macht's gut. Bis dann. Ciao.